Ja, und als Einstieg möchte ich Sie dann gleich mal mitnehmen nach Helgoland. Auf der rechten Seite, da war ich bei einem Familienausflug, sehen Sie Bastölpel. Und normalerweise brüten aber auf diesen Felsen Lummen. Die sieht man hier rechts mit diesen schwarzen Köpfen. Und Lummen sind wirklich ganz beeindruckende Tierchen, denn wenn die flügge werden, dann stürzen die sich also von diesen Klippen runter und haben dann genau 3 bis 5 Sekunden Zeit, das Fliegen zu lernen. Und entweder das funktioniert oder es sieht schlecht aus mit der Lumme. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich ein ganz gutes Bild für unsere Lage mit Blick auf die Transformation zur Klimaneutralität. Wir haben auch nur wenig Zeit, diese Transformation zu lernen und zu umzusetzen, zu bewältigen. Und wenn es nicht gelingt, dann sind die Konsequenzen heftig. Und diese Ideen möchte ich gerne, also die Idee der klimaneutralen Transformation möchte ich gerne anhand von 3 Hauptbotschaften Ihnen in den nächsten 10 bis 15 Minuten näher bringen. Erstmal möchte ich gerne einen kleinen Moment innehalten und sehen, wo sind wir eigentlich jetzt überhaupt, nachdem wir aus dieser Corona-Pandemie kommen. Das ist der erste Punkt, die erste Hauptbotschaft. Die Pandemie hat Spuren in Wirtschaft und Gesellschaft hinterlassen, wodurch ein Zielkonflikt zwischen finanzieller Resilienz und zukunftsgerichteten Investitionen droht. Und die zweite Hauptbotschaft ist dann, dass die wirkliche Herausforderung uns überhaupt noch bevorsteht, nämlich die grüne und digitale Transformation zu bewältigen und die damit einhergehenden Investitionen. Und die dritte Hauptbotschaft, damit diese Transformation gelingt, braucht es kluge und vielfältige Finanzierungsinstrumente. Also eben hier ein nachhaltiges Finanzierungssystem, auch inklusive einer Förderbank wie der KfW. Und damit möchte ich gerne in die erste Hauptbotschaft einsteigen, die Botschaft zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Wenn wir uns jetzt nochmal die Konjunktur angucken, das hier ist der quartärliche Konjunkturverlauf in Deutschland, dann sehen wir diesen historischen Einbruch von 9,7% im zweiten Quartal 2020. Wir sehen die sehr schnelle Erholung danach und jetzt eben diesen langsamen weiteren Erholungsprozess. Wir sehen jetzt eine Verlangsamung der Erholung, die bleibt also hinter dem zurück, was eigentlich möglich wäre, wenn wir die Lieferengpässe nicht hätten momentan. Wir gehen aber trotzdem davon aus, dass nach wie vor eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau der Wirtschaftsaktivität gegen Ende 2021 möglich ist. Also wir gehen nach wie vor von einem Wirtschaftswachstum von rund 3% dieses Jahr aus und dann nochmal sehr starkem Wachstum im nächsten Jahr, rund 4,2%. Wenn wir jetzt noch mal gucken, wie die Corona-Krise sich auswirkt, dann sehen wir, dass die den Mittelstand wirklich ganz heftig getroffen hat. Wir sehen hier auf der rechten Seite, wir haben so Ad-hoc-Befragungen im deutschen Mittelstand durchgeführt, dass im April 2020 80% der mittelständischen Unternehmen in irgendeiner Form von Corona betroffen waren. Das ist zurückgegangen auf immer noch 2/3 im Mai diesen Jahres und der größte Teil der Unternehmen betroffen durch Umsatzeinbußen. Und das hat natürlich auch beim Eigenkapital der Unternehmen Spuren hinterlassen. Das sehen wir hier auf der linken Seite. 1/4 der mittelständischen Unternehmen gibt an, dass ihre Eigenkapitalquote relativ zum Vorkrisenniveau gesunken ist. Andererseits sagt die Hälfte rund der Unternehmen, 46%, dass ihre Eigenkapitalquote unverändert ist und 16% geben an, dass die sogar gestiegen ist. Also das heißt, wir sehen Spuren der Krise, eine Überschuldung des Mittelstands, des Unternehmenssektors insgesamt ist aber eher unwahrscheinlich. Und dass das so gekommen ist, dass die Unternehmen eigentlich diese Krise relativ gut gemeistert haben, liegt auch daran, dass die Banken die Unternehmen mit Liquidität ausgestattet haben, dass der Kreditkanal in dieser Krise offen geblieben ist. Wir sehen auch hier auf der rechten Seite, dass die Unternehmen
ihre Kreditrisikovorsorge in dieser Krise fast verdoppelt haben. Also das heißt, die haben gute Puffer, sollte es Unternehmen doch noch erwischen. Allerdings halten wir das eben für einen Großteil von Unternehmen für eher unwahrscheinlich. Aber was man schon auch sagen kann, ist, dass nach wie vor Banken in Deutschland, das ist hier die limettenfarbene Linie, und auch in Europa die dunkelblaue Linie, eine sehr viel niedrigere Profitabilität haben als Banken in den USA. Und das ist natürlich nach wie vor eine Achillesferse, vor allen Dingen, wenn wir darüber nachdenken, ob Banken jetzt, also nachdem sie als erste Linie von Verteidigung in dieser Krise gedient haben, in der anstehenden Transformation die Finanzierung auch überhaupt bereitstellen können. Also können die die Risiken überhaupt auf ihre Bücher nehmen? Eine wichtige Rolle hat natürlich auch der Staat in dieser Krise gespielt. Wir haben gesehen, dass der Staat teilweise eben auch über Garantien und Kredite, die Zuschussprogramme und so weiter, Unternehmen, Banken unterstützt hat. Und deshalb haben wir eben auch, sind wir relativ glimpflich durch diese Krise gekommen. Das hat natürlich auch etwas gekostet. Das sehen wir hier in der Grafik. Die Staatsverschuldung ist auf jetzt geschätzt Ende 2021 74,5% des BIP angestiegen. Das ist deutlich höher, als es vor der Krise war. Aber, und das sehen wir hier in der Grafik, das ist noch deutlich niedriger als nach der Finanzkrise 2010. Und, das sehen wir auch, in Deutschland haben wir eine deutlich niedrigere Staatsverschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung als in vielen anderen europäischen Ländern. Und wenn wir darüber nachdenken, wie viel Spielraum es da noch gibt, ist natürlich auch wichtig, oder die Nachhaltigkeit der Staatsverschuldung, wie eigentlich die Zinsausgaben sich verhalten relativ zu den Staatseinnahmen. Und auch da sehen wir, dass wegen des niedrigen Zinsniveaus wir hier eine sehr viel geringere Zinslast haben, als das 2010 der Fall war. Also was man hier zusammenfassend sagen kann: Unternehmen, Banken und Staat sind ganz gut durch die Krise gekommen, aber wir müssen jetzt natürlich uns unter erschwerten Bedingungen der Transformation zur grünen und digitalen Wirtschaft stellen. Und das bringt mich eben zur zweiten Hauptbotschaft. Die wirkliche Herausforderung steht uns überhaupt noch bevor, und der müssen wir uns unter erschwerten Bedingungen stellen. Wenn wir uns jetzt noch mal vor Augen führen, was es bedeutet, Klimaneutralität, die wir uns ja gesetzlich auch auferlegt haben, bis 2045 zu erreichen, dann sehen wir, dass da wirklich noch ein sehr weiter Weg zu gehen ist. Also auch wenn man die Sektorziele sich anguckt für die Verringerung von Emissionen, dann ist es so, dass wir im Verkehrssektor bis 2030 eine Verzehnfachung sehen müssen der Emissionsverringerung pro Jahr und darüber hinaus, um Klimaneutralität bis ins Jahr 2045 mit dem Zwischenziel, das wir uns für 2030 gesetzt haben, zu erreichen. Im Gebäudesektor ist das weniger, da ist es nur doppelt so viel, aber es ist immer noch deutlich. Die gute Nachricht ist, dass die Transformation zur Klimaneutralität technologisch machbar ist. Die Technologien, die es dafür braucht, die liegen heute schon auf dem Tisch. Also sei es entweder grüner Wasserstoff, sei es die Elektrifizierung der Mobilität oder sei es Circular Economy. Ich finde dabei immer ganz interessant, dass der Energieverbrauch, um Stahl aus Stahlresten herzustellen, 70% niedriger ist, als wenn man Stahl aus Rohstoffen herstellt. Also wichtig, die Technologien liegen auf dem Tisch, die müssen skaliert und umgesetzt werden. Und das erfordert extrem hohe Investitionen. Diese Transformation ist aber nicht nur eine Herausforderung, sondern sie bietet gerade für ein Land wie Deutschland große Chancen. Deutschland ist hinter China der zweitgrößte Exporteur von Klimaschutzgütern. Und das ist eine Position, die hier tatsächlich auch dafür spricht, dass, wenn diese Stärke genutzt wird,
das für Deutschland sehr vorteilhaft sein kann, hier in diesen Bereichen zu investieren. Wir haben gerade letzte Woche eine Studie veröffentlicht zu den Investitionsbedarfen in Deutschland, um Klimaneutralität umzusetzen. Und die Investitionsbedarfe, die sich da ergeben, sind schon enorm. Wir haben die hier auf 5 Billionen Euro beziffert. Und diese Investitionsbedarfe, die verteilen sich unterschiedlich auf unterschiedliche Sektoren. Also wir sehen hier, ich habe eben den Verkehrssektor schon mal angesprochen. Auf der rechten Seite ist der dunkelblaue Balken, über 2 Billionen Euro, die im Verkehr ausgegeben werden müssen. Aber was ganz wichtig dabei ist, das sind teilweise auch Investitionen, die ohnehin getätigt werden. Also Menschen kaufen immer wieder neue Fahrzeuge. Und das heißt, hier kann man unterscheiden in die Investitionen, die tatsächlich getätigt werden und dann also mehr Investitionen, um Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Die mehr Investitionen sind deutlich geringer. Wenn man die 5 Billionen auf die Zeit bis 2045 runterrechnet, dann sind das 191 Milliarden Euro pro Jahr. Und davon sind 72 Milliarden pro Jahr, also mehr Investitionen. Und das sind Zahlen, die sind konsistent auch mit den Schätzungen der Europäischen Kommission zur Erreichung der Klimaneutralität, die ja kürzlich die Investitionsbedarfe nach oben korrigiert haben, auf 350 Milliarden Euro pro Jahr. Der zweite große Bereich, in dem uns eine Transformation bevorsteht oder in der wir ja auch schon begriffen sind, ist die digitale Transformation der Wirtschaft. Und da hat Deutschland eine weit weniger gute Ausgangslage. Da liegt Deutschland, hier sehen wir den Indikator zur Verbreitung von Digitaltechnologie in der Wirtschaft der EU-Kommission, nur im Mittelfeld, also auf Rang 18 in Europa. Ich finde bemerkenswert, 2014 lag Deutschland da noch auf Rang 6. Da haben andere Standorte, sind an Deutschland vorbeigezogen. Wenn man sich die Investitionen anguckt im Privatsektor, dann erstaunt dieses Bild weniger. Wir sehen nämlich, dass insgesamt Anlageinvestitionen im Mittelstand 223 Milliarden Euro betragen haben. Die Investitionen in Digitalisierung, die lagen aber nur bei 18 Milliarden, also 12-mal niedriger. Ich finde, eine Zahl, die mich immer wieder wachrüttelt, ist, wenn man das vergleicht mit den Ausgaben allein von Amazon, Microsoft und Google in ihre Cloud-Plattform, dann ist das doppelt so hoch wie die gesamten Investitionen des Mittelstands in Digitalisierung. Diese Ausgaben liegen bei rund 36 Milliarden Euro. Also hier auch nochmal zusammengefasst, und steht eine wirklich große Transformation bevor. Also einmal die zur Klimaneutralität, zur Digitalisierung, die erfordert enorme Investitionssummen. Und jetzt kommt dann natürlich die Frage, wie kann das funktionieren? Und damit es funktionieren kann, braucht es kluge, vielfältige Finanzierungsinstrumente. Es braucht auch nicht nur das, sondern es braucht eben auch eine entsprechende Rahmensetzung. Es braucht zum einen Planungssicherheit für Investitionen. Ganz wichtiges Instrument ist CO2-Bepreisung, und zwar ein verlässliches und ansteigendes CO2-Preissignal, was eben auch Anreize setzt, die technologischen Entwicklungen voranzutreiben. Es ist wichtig, die Gelegenheiten zu nutzen, die sich bieten. In den nächsten 10 Jahren gibt es in der Grundstoffindustrie, also bei Stahl und Chemie, die Hälfte der Anlagengebäude, die erneuert werden müssen. Wichtig, dass die mit klimaneutralen Technologien erneuert werden, weil man sonst eben über sehr lange Zeiträume, 20 bis 30 Jahre, Lock-in-Effekte hat mit Kohlenstofftechnologie. Diese Maßnahmen können wir nicht nur in Deutschland ergreifen, sondern es ist auch wichtig, internationale Wettbewerbsfähigkeit im Auge zu behalten. Also ist hier ganz wichtig, auch Grenzausgleichs
Mechanismen mit zu berücksichtigen. Dann gibt es die Akzeptanz in der Bevölkerung bei manchen Technologien, also gerade bei der Carbon Capture and Storage oder Utilization Technologie. Und dann braucht es eben auch die Kapitallenkungsfunktion der Finanzmärkte. Die muss gestärkt werden in diese Richtung. Ohne technologischen Wandel wird diese Transformation nicht funktionieren können. Und ich finde es hilfreich, darüber nachzudenken, dass die Finanzierungsinstrumente, die für diese Transformation notwendig sind, vom Reifegrad der Technologie abhängen, die finanziert werden müssen. Also über den gesamten Finanzierungsprozess, natürlich klassische Kapitalmarktfinanzierung über Aktien und Unternehmensanleihen eine Möglichkeit, aber es ist so, dass es 36% der Investitionsvorhaben gibt, die in Deutschland von Banken finanziert werden. Es gibt allerdings eben auch Technologien, die einen Reifegrad haben, der zu früh ist. Also Technologien, die noch nicht bankable sind. Und da gibt es eine Rolle für den Staat, wenn wir bei Forschung und Entwicklung sind. Da braucht es Zuschüsse und steuerliche Förderung. Wenn wir dann in Richtung Markteinführung gehen, sind Innovationsförderkredite und aber auch ganz wichtig Beteiligungskapital. Also vor allen Dingen auch Venture Capital, wenn wir an Startups, also Wachstums- und technologieorientierte Unternehmen denken, die zentrale Größe. Und da muss man sagen, ist auch in Deutschland noch viel Luft nach oben. Deshalb ist wichtig, dass der Zukunftsfonds jetzt eingeführt wird, so dass eben auch Unternehmen in der Wachstumsphase Finanzierung hier überhaupt in ausreichendem Maß erhalten können. Und wenn es dann in Richtung Diffusion geht, also der Produktplatzierung, Ausweitung im Markt, da sind Investitionskredite wichtig, Förderkredite. Hier sind Beispiele, die Offshore-Windparks in der Nordsee, die sind finanziert worden, als die noch nicht profitabel waren. Und heute laufen diese Windparks in der Nordsee hochprofitabel. Also hier gibt es auch noch mal eine Rolle für den Staat. Wenn wir jetzt gucken, was für eine Rolle spielt eine KfW in einem solchen Kontext, dann ist ganz wichtig, dass sie eine Hebelwirkung haben kann für private Investitionen. Ein Beispiel ist energieeffizient bauen und sanieren, eines der Programme. Das gibt es jetzt seit 15 Jahren. Und da ist die Erfahrung, dass mit 180 Milliarden Euro öffentlicher Förderung 480 Milliarden Investitionen angereizt werden konnten. Zweiter Punkt oder Aufgabe ist auch eben die Etablierung von grünen Technologien ohne Marktreife, seien es die Effizienzhäuser, das sehen wir hier auf der rechten Seite oben, oder die Offshore-Windanlagen. Wir haben auch einen Punkt, dass die Gestaltung und Etablierung von grünen Finanzprodukten durch eine Förderbank leichter fällt. Also die KfW ist ja ein großer Player bei der Begebung von grünen Anleihen. Und zwar spielt sie da eben eine Rolle auf der Angebots- und der Nachfrageseite und dann eben auch bei Ansätzen für VC, also die Tochter der KfW Capital funktioniert als Fund of Funds und spielt öffentliches Kapital in diesen Beteiligungsmarkt. Und dann letzte Funktion, die KfW ist sehr weit fortgeschritten mit ihrem SDG-Mapping und eben auch der Paris-Kompatibilität des Förderportfolios, also zu sehen, wo wir da stehen. Und das ist natürlich auch eine Funktion, zu zeigen, wie eine Bank tatsächlich eben auch nach diesen Kriterien gesteuert werden kann, als sozusagen Vorbild für andere Geschäftsbanken. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und möchte nochmal die Lummen in Erinnerung rufen. Also, wenn wir diese Herausforderungen jetzt angehen und eben auch dafür sorgen, dass Finanzierungsinstrumente zur Entwicklung der notwendigen Technologien bereitgestellt werden, dann ist es wahrscheinlich, dass wir also diese Transformation lernen und
sie auch fliegen kann. Zwei Fragen für den Wurf auf die Niederlande. Bei uns ist die ersten 6 Monate von 2021, sind da eigentlich die Rückstellungen von Banken sind ziemlich so viel freigegeben, wie der übliche Profit wieder hochgegangen. Und das erwarten die auch für die nächsten 6 Monate. Ist das hier auch so? Ja, teilweise konnten die Rückstellungen schon wieder abgebaut werden, was wir als ein ganz gutes Zeichen interpretieren, dass eben die Banken eigentlich ganz gut aufgestellt sind und die Risiken als geringer betrachtet werden. Die harten Kernkapitalquoten, die sind relativ hoch bei den deutschen Banken und übererfüllen die Erfordernisse der EZB. Die liegen bei 15,3%, erforderlich sind 9,6%. Ja, ich denke, was sicherlich ein neuralgischer Punkt ist, den wir ganz genau im Auge behalten, ist der Zeitpunkt, wenn öffentliche Förderung ausläuft und dann nämlich zu sehen, ob die Kredite, die den Unternehmen zur Verfügung gestellt worden sind, ja vielfach eben auch mit Staatsgarantie, also was ja auch letztlich, wie ich eben gesagt habe, auch den Kreditkanal mit offen gehalten hat, ob die dann auch übergerollt werden können. Wir halten das für relativ wahrscheinlich, weil die Erholung ja doch sehr solide bisher verläuft mit Rücksetzern. Aber es ist, also ich finde das sehr, sehr interessant, weil wenn wir uns die Vorhersagen für die konjunkturelle Entwicklung angucken, habe ich das noch nie gesehen, dass wir also anfangen jetzt ins vierte Quartal zu gehen und es immer noch eine ziemlich große Vorhersagespanne gibt für das Wirtschaftswachstum, was in diesem Jahr erreicht werden kann. Aber das liegt eben auch an der wahnsinnig hohen wirtschaftspolitischen Unsicherheit, die mit der Corona-Pandemie einhergeht. Wir wissen nicht genau, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Und deshalb gibt es auch Unsicherheit darüber, wie die Eindämmungsmaßnahmen weiter aussehen könnten. Und dann gibt es eben diese Punkte der Lieferengpässe, die sich bisher hartnäckiger gehalten haben, als wir es erwartet haben. Die andere Frage, die ich habe, ist, dass Sie haben gesagt, die Technologie ist da. Ich glaube, das Kapital ist auch da für die. Aber was man mehr und mehr sieht, ist Rohstoffknappheit. Das war nicht genannt. Und Arbeitspotenzial und einfach Leute, die das alles machen können, sind wahrscheinlich auch nicht da in die nächsten 10 Jahre. Sind Sie damit einverstanden oder sagen Sie, naja, das wird alles organisieren? Also ich stimme Ihnen da teilweise zu. Wir haben auch gerade ein Papier gemacht zu den 5 Handlungsfeldern, damit die nachhaltige Transformation auch tatsächlich gelingen kann. Und ein ganz wesentlicher Punkt, den wir immer wieder betonen, ist, dass wir zu wenige Fachkräfte haben. Also wir müssen in Fort- und Weiterbildung ganz stark investieren und wir müssen vor allen Dingen auch Angebote schaffen, die es den kleinen und mittleren Unternehmen erlauben, ihre Mitarbeitenden dort auch hinzuschicken. Also wir sehen bei unseren Befragungen, dass die Unternehmen zwar sagen, dass auf der einen Seite fehlende Mitarbeiterkapazität das Hemmnis Nummer 1 ist, in Richtung Digitalisierung zum Beispiel zu gehen, aber auf der anderen Seite können sich die kleinen Unternehmen gar nicht leisten, ihre Mitarbeitenden zur Fortbildung vom Arbeitsplatz wegzuschicken. Das heißt, das passiert nicht in ausreichendem Maß. Der andere Punkt, den Sie erwähnt haben, mit dem Fehlen von Rohstoffen. Ich halte die Engpässe, die wir jetzt sehen, für eher temporärer Natur. Also wir haben auch eine Befragung bei mittelständischen Unternehmen gesagt, die gehen schon davon aus, dass sie jetzt nicht sehr schnell sich auflösen. Also es gibt nur 5% der Unternehmen, die davon ausgehen, dass die sich bis zum Ende dieses Jahres auflösen. Aber es gibt eben doch einen großen Teil der Unternehmen, die davon ausgehen, dass das im Laufe des nächsten Jahres sich auf jeden Fall deutlich entschärft. Und vor dem Hintergrund kann es natürlich kommen zu einer Verschiebung von Nachfrage nach unterschiedlichen Gütern. Und dann könnte es auch zu einer Verschiebung von relativen Preisen kommen. Aber klassisches Produkt, was ja jetzt immer besprochen wird, sind Halbleiter. Da gibt es ja schon auch sehr positive Entwicklungen. Die Eröffnung einer Halbleiter
Fabrik in der Nähe von Dresden. Wenn der Preis hochgeht, wird es attraktiver, in die Produktion von Gütern zu investieren. Und da passiert das eben auch. Zwei Fragen nehmen vor der Pause. Ich habe eine hier und dann Didi. Bitte ins Mikrofon sprechen, weil sonst wird es nicht in den Livestream übertragen. Dann hat man den Ton nicht. Danke. Christoph Reidorf von der Cusanus Hochschule. Wir haben da auch ein Forschungsprojekt zur sozial-ökologischen Transformation vom Finanzsektor und haben da auch schon von Interviewpartnern viel Positives über die KfW gehört, ganz praktisch aus verschiedenen Ecken. Das vielleicht ganz vorausgesetzt. Dann habe ich zwei ganz kurze Fragen, die eine konkret, die andere ein bisschen grundsätzlich. Die eine war, welche Herausforderungen sehen Sie bei der Messung von Paris-Kompatibilität, also zum Beispiel im Hinblick auf die Wirkungsmessung im Zeitverlauf? Das wäre jetzt eher so ein bisschen so eine technische Frage. Und die grundsätzliche wäre, zweifellos ist die KfW da ein Akteur bei der Transformation und die Impact-Messung, was die einzelnen Sachen angeht, ist natürlich dann positiv, weil wenn man jetzt ein Elektroauto fördert, ist es natürlich besser als ein Dieselauto. Aber in der Gesamtmessung ist ja schön und gut, wenn man jetzt die Wirtschaft richtig anheizt mit transformativen Investitionen, wenn aber dann in den nächsten 10 Jahren alle Kipppunkte gerissen werden, die das Klima so mit sich bringt, ist dann nicht der Nettoeffekt doch eigentlich ziemlich negativ für das Gesamtziel Klima? Stellt sich die KfW das auch nochmal systemisch, wenn jetzt immer von Wachstum und Grünwachstum hier die Rede war? Ja, vielen Dank. Das sind natürlich extrem relevante Fragen. Also ich fange vielleicht auch mal mit der größeren Frage an. Wir arbeiten schon mit Technologiepfaden zur Einhaltung des 1,5-Grad-Pfades. Aber natürlich gibt es da auch insgesamt gesellschaftlich eine extrem hohe Unsicherheit, das muss man sagen. Also deshalb ja auch der dringliche Aufruf, deshalb auch dieses krasse Bild der Lumme, die 3 bis 5 Sekunden Zeit hat, das Fliegen zu lernen. Also ich glaube, es ist schon tatsächlich notwendig. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Transformation nur mit Wachstum gelingen kann, weil sonst die Verteilungsfragen so extrem sind, dass man das in der Kürze der Zeit gar nicht erreichen kann, wenn wir nicht technologischen Wandel fördern und eben Wachstum und Klimaneutralität zusammenbringen. Also wir müssen wirklich die Wirtschaft dekarbonisieren. Ich sehe da keinen anderen Weg. Also ich sehe die Gefahren des Reißens des 1,5-Grad-Pfades. Die ist, glaube ich, auch real. Aber es ist immer noch möglich, ihn auch einzuhalten. Aber dafür ist es notwendig, jetzt tatsächlich eben die Technologien, die wir kennen, auch zu skalieren und umzusetzen. Und natürlich gibt es Herausforderungen bei der Messung. Es gibt nicht zuletzt auch im Finanzsystem ja enorme Herausforderungen mit den Standards. Also ich fand Ihre Grafik auch schick mit den grünen Investitionen, die Sie gebracht haben. Wir müssen uns schon immer auch darüber Gedanken machen, ist denn eigentlich das, wo grün draufsteht, auch grün drin? Und deshalb sind natürlich Standards wie die EU-Taxonomie extrem wichtig, sind auch ein richtiger Schritt. Aber wir müssen auch, während wir sie anwenden, darüber sprechen, wie sie umsetzbar sind, was das bedeutet für die Unternehmen. Für mich ist das ein iterativer Prozess, der aber unbedingt dringend jetzt angegangen und angestoßen werden muss. Und in den Gesprächen, die ich führe, sehe ich eigentlich auch bei den Unternehmen eine große Bereitschaft, in die Richtung zu gehen. Ich halte es für wichtig, dass wir eben auch einen CO2-Preis haben, der einen ansteigenden Pfad hat, der hoch genug ist, damit es eben die entsprechenden Anreize gibt. Und ich halte auch den Punkt, dass die Zentralbanken diesen Prozess auch zum Beispiel durch ihre Anforderungen an Reporting unterstützen müssen, den halte ich für total zentral bei dieser Sache. Und zwar vielen Dank für die Präsentation, fand ich sehr spannend. Und der zweite Punkt, wo Sie gesagt haben, die wirkliche Herausforderung steht noch bevor. Die grüne und digitale Transformation verlangt erhebliche Investitionen. Also ich spreche jetzt von einem afrikanischen Standpunkt, wo wir nach Covid eben dieses Konzept Circular Lagos. Lagos ist ja Afrikas größte Megacity. Und die Kreislaufwirtschaft. Da haben wir nämlich gefunden, dass dieser
Da fanden wir diesen Zwiepunkt zwischen Großunternehmen und mittelständische Unternehmen, und zwar diese digitale Transformationsmöglichkeiten, die dann von den Großen natürlich getrieben werden, weil der Mittelstand ist sehr beeinflusst gewesen, aber die Großen könnten eine positive Änderung anstoßen, die dann doch ganz am Base of the Pyramid ihren Impact haben. Also hatte ich drei kurze Fragen. Erstens, das Konzept in Englisch heißt Burning Platform. Das heißt, wenn diese Vögel springen, weil sie wissen, dass sie hier eh kein Leben mehr haben, weil es brennt, dann holen sie eher Luft und springen und überleben vielleicht eher. Einfach dieses Konzept mit diesen drei Fragen, erstens Lieferkette, SMEs. Es ist ja nicht nur Europa, es ist eine globale Sache. Die Lieferkette ist öfters auch in Afrika oder China oder anderswo. Wie bezieht sich das in Ihr Denken hinein? Zweite Frage, Kreislaufwirtschaft, weil Sie darüber jetzt wenig gesagt haben, ob das auch in Ihr Nachhaltigkeitsdenken auch mit einspielt. Und drittens, was die KfW macht. Ich denke auch wieder, Johannes sagt, ich spreche zu sehr über Johannes, aber ich wurde innerhalb dem KfW-Gebäude in 2001 von Johannes und Jeroen angesprochen, um meine Doktorarbeit zu schreiben. Und zwar Kulturverträglichkeit in das ESG-Rating einzubauen von afrikanischer Hinsicht. Und da ist meine Frage, was macht denn heute die KfW, um wirklich auch diese Transformation systematisch zu fördern, Afrika gemäß, und zwar digitale Transformation, mittelständische Unternehmen, die insbesondere von jungen Leuten und Innovateuren gefördert wird, und wie können wir sie zu uns bringen? Ja, vielen Dank, das sind sehr relevante Fragen. Ich kann dann nochmal verweisen auf dieses Papier, was wir dieses Ideenpapier, was wir entwickelt haben, zu den Handlungsfeldern einer nachhaltigen Transformation. Da ist eines dieser Handlungsfelder eine diversifizierte Globalisierung. Also Deutschland kann gar nicht separat von der Welt in diesen Punkten überhaupt einen Impact haben. Und ein weiterer Punkt ist, Europa zu stärken, weil gerade auch, wenn wir an eine CO2-Bepreisung denken, nur Europa als der Markt, der er ist, mit den Konsumenten, der er bedeutet, in den internationalen Verhandlungen das Gewicht haben kann, um auch ein China und auch die USA dazu zu bewegen, sich anzuschließen, also tatsächlich einen Klimaklub zu bilden. Und dann an den Grenzen, also entweder an den EU-Außengrenzen, mit Grenzausgleichsmechanismen dazu zu führen, vielleicht eben auch als Stick in Verhandlungen zu sagen, das ist kein Handelsthema, sondern es ist ein Thema unserer DNA. Wir zeigen, dass Klimaneutralität und Wirtschaft zusammengehen. Also kurze, lange Antwort auf Ihre Frage. Das ist natürlich total integral. Das geht gar nicht nur aus einer deutschen Perspektive. Ich habe hier die Zahlen aus Deutschland mitgebracht, einfach weil wir hier ganz konkrete Befragungsdaten haben, Erhebungen haben, die repräsentativ sind für die Unternehmen in Deutschland. Zur Frage der Circular Economy, die kommt hier eben auch prominent vor als eine der Technologien, die notwendig sind, um überhaupt Klimaneutralität zu erreichen. Welches Gewicht die einzelnen Technologien bekommen, das ist wird unterschiedlich bewertet. Da gibt es ja mehrere Studien auch, die sich angucken, welche Technologiepfade zu Klimaneutralität in Deutschland führen können. Und die benutzen diese Technologien mit unterschiedlichem Gewicht. Mit Blick auf die FZ, die ist ja auch eben Teil der KfW-Bankengruppe. Insgesamt haben wir eine Umweltquote von 38% in unserer Kreditvergabe, die ist niedriger, als sie gewesen wäre ohne Corona im letzten Jahr, weil da eben tatsächlich auch Kredite zur Stabilisierung der Wirtschaft
verliehen worden sind. Und insofern ist da eben die finanzielle Zusammenarbeit, die Arbeit der KfW mit anderen Ländern auch mit inbegriffen. Natürlich ist die KfW in ihrer Auslandsförderung sehr eng koordiniert mit der Bundesregierung und den Politiken und den Richtlinien, die deutsche Auslandsförderung anlegt. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe eine etwas schräge Überlegung, ob wir unsere politische Diskussion um die öffentlichen Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung, aber eher Klimaschutz, Umbau des Verkehrs, der Städte, aber auch nachhaltigen Wohnungsbau und zugleich sozialen Wohnungsbau vielleicht erleichtern könnten, wenn wir das über eine massive Ausweitung des KfW-Investitionsprogramms tun würden und es nicht als sozusagen unmittelbare öffentliche Ausgaben verbuchen. Natürlich fällt es dann unter das Thema Schattenhaushalt letztendlich wiederum, aber andererseits sehen wir eben, dass genau diese Investitionsprogramme es sind, die Transformation vorantreiben. Also es wäre einfach nur eine sozusagen politische Umsteuerung, ob sie dem Chancen einräumen würden. Ja, also was am Ende dabei rauskommt, ist natürlich für mich sehr schwer zu beurteilen. Nicht zuletzt, weil es gerade Koalitionsverhandlungen gibt. Also wir wissen gar nicht genau, welche Regierung wir haben werden. Also wissen wir noch viel weniger, was diese Regierung als Plan dann tatsächlich hat. Ganz egal, was für eine Farbkombination gibt, halte ich es, ist mein Wunsch, dass wir eine Regierung haben, die diese Transformation heads-on angeht. Und was ich auch dabei ganz entscheidend wichtig finde, ist, dass wir genaue Zielbilder formulieren. Wie sieht denn eigentlich diese Transformation aus? Welchen Part soll denn da eigentlich die Privatwirtschaft spielen? Und welche Rolle soll der Staat spielen? Welche Rolle kann er auch spielen? Er hat sicherlich eine ganz wichtige Rolle bei der Rahmensetzung. Er hat auch eine Rolle bei der Anreizung von privaten Investitionen und teilweise auch bei Anschubfinanzierung. Also zum Beispiel kann man ja nachdenken über die Gewinnung von grünem Wasserstoff in Wind-Offshore-Parks, vielleicht sogar eben supranational in Europa oder Initiative wie Gaia X. Ja, also es sind ja schon sehr wichtige Anschubfinanzierungen durch die öffentliche Hand. Also ich glaube, wir müssen eben diese Zielbilder formulieren für die Transformation und dann definieren, welche Rolle spielt der Staat, welche Rolle spielt der Privatsektor und dann darüber nachdenken, was sind die richtigen Instrumente, Institutionen, um das zu unterstützen.